Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu Forza Horizon 4 hier auf dem Pixelheldenkanal mit mir, dem Ray. Wir befinden uns mal wieder in einer Zeitblase. Wie ihr hier seht, haben wir schönsten Sommer und die aktuelle Jahreszeit wird voraussichtlich kein Sommer sein, denn diese Sache ist hier in der letzten Sommerseason aufgezeichnet worden und da gab es ja eine Hot Rod Meisterschaft, wo man ein bisschen Track Race machen kann. Und was bietet sich an für eine Hot Rod Meisterschaft als ein Vorkriegsfahrzeug, nämlich von Ford, und zwar den Ford Deluxe 5 Window Coupé, so heißt er zumindest mal hier im Spiel. Bekannt ist dieses Fahrzeug aber auch als B-Modell oder auch als Ford Rheinland, zumindest mal in Deutschland, denn dieses Modell wurde weltweit eigentlich von Ford produziert, auch in Köln unter anderem. Und wir haben aber hier eine ganz besondere Edition, denn den Ford B-Modell, nenne ich es jetzt einfach mal, gab es sowohl als Vierzylinder-Version als auch aber als V8-Version. Und wir haben hier die V8-Version, die insbesondere natürlich in Amerika gang und gäbe war, mit 3,6 Liter Hubraum und 65 PS, und das ist schon viel. 65 PS muss man bedenken, damals 1932, also wirklich noch deutlich vorm Zweiten Weltkrieg, ist schon eine ordentliche Leistung. Und klar, V8-Motor, also das war schon was Ordentliches, wenn man so ein Fahrzeug hatte. Das Ganze auf knapp eine Tonne Gewicht verteilt. Dementsprechend ist das Fahrzeug natürlich hier im Spiel in der Forza eigenen D100-Klasse. Aber ja, D100 streckt sich ja weit, was wir schon festgestellt haben hier im Let's Play. Da kann man zum Beispiel bei einem Reliant, der ebenfalls D100 ist, noch so ziemlich alles einbauen und er ist immer noch D100. Ähnliches gilt natürlich auch für die Peel-Fahrzeuge und. Nichtsdestotrotz habe ich mich für dieses Fahrzeug entschieden. Es gibt tatsächlich in der Hot Rod-Klasse noch viele weitere coole Fahrzeuge, die Sinn machen würden. Wir können ja ganz kurz mal hier reinschauen, wenn ich mal, upsala, unter Filter das Ganze mal auf diese Hot Rods ändere. Nicht Hot Hatch, sondern Hot Rod and Customs. Und ihr seht ja, da gibt es ganz schön viel zur Auswahl, zumindest mal, was ich jetzt alleine schon in der Garage habe. Da gibt es sogar auch hier die Hot Wheels, die sind mit dabei. Oder auch den Hudson Hornet, den werden wir aber auch mal gesondert anschauen. Ich dachte, den wollte ich jetzt nicht auf diese Track Strip Meisterschaft führen. Tatsächlich, meine engere Wahl war zwischen dem Ford Deluxe von 1940, ebenfalls natürlich Vorkriegsmodell, als auch eben den Deluxe 5 Window Coupé. Und ich habe mich für den entschieden und ja, der wird optisch nicht so bleiben. Ja, da gibt es noch ein paar schöne Umbauten, die man machen kann. Und ich würde sagen, die machen wir doch auch, diese Umbauten. Während wir hier noch ein bisschen in der Serie durch die Gegend tingeln, glaube ich, ist das richtige Wort. Werde ich, glaube ich, jetzt hier vorne umkehren, kurz zu unserer Villa fahren. Und dann werden wir dort unsere Umbauten vornehmen, bevor wir die Meisterschaft starten. Wir gucken ganz kurz nochmal auf die Meisterschaft hier auf der Karte, was denn gegeben ist. Beginn tun wir die am Festival, und zwar wir dürfen nur bis 600 aufbauen. Ganz wichtig, klar, man könnte deutlich mehr Leistung noch einbauen, bin ich ziemlich sicher, dass man das kann. Aber wir werden auf B600 aufbauen, das ist das Ziel und das werden wir auch tun. Ja, für die ganzen Zuschauer, die vielleicht neu auf dem Kanal sind und jetzt gar nicht wissen, warum gibt es diese Zeitblase eigentlich, warum habe ich das jetzt in der Vergangenheit aufgezeichnet? Ganz einfacher Grund, meistens ist es so, dass die Herbst- und die Winterjahreszeiten sind, die man schon mal gerne anschaut, aber halt nicht unbedingt eine ganze Woche damit unterwegs sein möchte. Und um euch trotzdem mehr oder weniger die tägliche Dosis Forza zu bieten, zeichne ich einfach ab und an ein paar Folgen und insbesondere auch Meisterschaften in der Vergangenheit sozusagen auf und präsentiere die euch dann, wenn eben diese Jahreszeiten gerade stattfinden, die ich nicht so interessant finde, zumindest mal nicht auf eine lange Sicht gesehen. Ich weiß, der ein oder andere sagt dann, hö, in Horizon 3 hast du es noch mega gefeiert, im Winter zu fahren, und auch hier hast du es am Anfang gefeiert, im Winter zu fahren. Ja, aber gerade insbesondere in Horizon 3 durch das Blizzard Mountain DLC war es halt so, ich konnte selbst entscheiden, wann ich dahin gehe, und ich konnte auch selbst entscheiden, wie lange ich dahin gehe. Hier bin ich immer dazu gezwungen, wann der Winter ist und wie lange er ist. Und deswegen, man macht mal ein, zwei Rennen, ist cool, aber so auf Dauer, naja, ist nicht so cool. Deswegen das kurz zur Erklärung. Und ja, für euch macht es groß keinen Unterschied. Klar, ich gehe nicht direkt jetzt auf Kommentare von gestern ein. Aber ja,
deswegen beantworte ich ja Kommentare dann auch viel auch selber in den Kommentaren. Deswegen ist es ja, glaube ich, auch nicht so weiter schlimm. Und die Folge, ja, bietet ja dann auch ein bisschen Abwechslung. So, wir gehen mal drauf und wir sehen auch schon, es gibt Bodykit-Voreinstellungen, wo wir auch hier schon entsprechende Hot Rods Umbauten machen können, was ich sehr cool finde. Aber das machen wir jetzt natürlich alles selber und manuell. Das ist doch selbstverständlich klar. Motortechnisch können wir auf einen 6,2 Liter V8 gehen, also den LS3-Motor, oder auf einen 5,2 Liter V8. Machen wir aber beides nicht, glaube ich. Wir bleiben mal beim Serienmotor, mal gucken, was wir da rauskitzeln können. Ja, Allrad können wir auch machen, würde uns auf jeden Fall auf dem Trackstrip helfen, machen wir aber jetzt mal nicht. Wir könnten auf einen Twin-Turbo und auf zwei verschiedene Arten von Kompressor umbauen. Das werden wir, glaube ich, tun. Ich glaube, ich nehme mal den Verdrängungslader direkt mal rein und eben die Bodykit-Einstellungen, die zwei gibt es, diese vordefinierten. Ich würde sagen, wir machen mal die mit den offenen Rädern, finde ich ganz nice. Und dann gucken wir mal, was wir hier noch machen können. Okay, können das da vorne komplett wegmachen. Das machen wir auch, oder? Also richtig schön, ja, das Dach ein bisschen kleiner machen, so gechoppt, ne, wie man das halt bei so Hot Rods gerne macht. Dann hinten können wir auch auf alles Mögliche verzichten, machen wir auch. Und hier können wir jetzt eben das offen machen, dass wir direkt den Motor sehen. Ganz offen. Dann quasi mit Sidepipes. Offen mit Sidepipes. Und okay, das ist natürlich, okay. Ich glaube, ich habe mich für das entschieden, auch wenn ich Sidepipes echt geil finde. Aber so ein Heavy Block vorne drauf oder oben drauf wäre natürlich schon nice. Machen wir jetzt auch. Und dann Reifen, da gehen wir zu den Track-Reifen natürlich, ja, wenn dann richtig. Und natürlich dürfen die auch optisch schön breit sein. Auch wenn man vorne natürlich auf dem Trackstrip nicht so breite Reifen braucht. Aber ich mach's einfach, weil ich es kann. So, 295 hinten, das ist doch schon mal ordentlich. Machen wir. Jetzt bei den Felgen, da bin ich jetzt echt überfragt. Was macht man denn für Felgen bei Hot Rods drauf? Das ist jetzt echt eine gute Frage. Da habe ich mich gar nicht mit beschäftigt, wenn ich ehrlich bin. Aber da gibt es auch so American Racing Felgen, die ganz geil da drauf aussehen, bestimmt. Natürlich werden mich jetzt wieder irgendwelche Leute abstrafen und sagen, wie kannst du nur diese American Racing Felgen machen? Aber ja, ich mach's halt. Pech gehabt, ne? So, dann gucken wir mal. Ja, wir machen auf jeden Fall anderes Getriebe rein, schön knackig schalten, alles. Ja, das lassen wir kurz aus und vor. Wir müssen ja ein bisschen auf den Leistungsindex achten, sonst würde ich jetzt blind einfach alles reinbauen. Ja, ich würde sagen, ein ordentliches Fahrwerk schadet auch nicht. Stabi glaube ich jetzt nicht unbedingt, aber ich mache es jetzt trotzdem mal und glaube, so ein Überrollkäfig so zum Schutz. Warum nicht? Wer weiß, ob wir uns überschlagen oder nicht. Wir specken noch mal ein bisschen Gewicht ab und dann bauen wir einfach mal, ja, erstmal voll alles ein, was wir finden, beziehungsweise bauen wir erstmal die wichtigsten Teile ein. Zack, den Hubraum werden wir auch nochmal vergrößern vom 3,6 Liter auf einen 5 Liter Motor. Da sind wir schon in der B-Klasse. Ich glaube, wir kommen dann mit dem Serienmotor schon ganz gut hin. Dann machen wir die Kolben vielleicht noch. Was haben wir noch? Hier haben wir noch was. Da sind wir schon drüber. Dann bauen wir das noch ein. Und vielleicht können wir hier nochmal, ne, können wir nicht. Dann vielleicht nochmal Antriebswelle gucken, ob wir da nochmal ein bisschen Gewicht. Ja, können wir. Nochmal 4 Kilo weniger und dann haben wir doch schon mal ein bisschen was aufgebaut. Ich hoffe, die Leistung ist nicht zu knapp. Wir haben natürlich jetzt ein bisschen was auch hier investiert. Vielleicht können wir hier ja auch ein bisschen nochmal reduzieren. Sieht vielleicht nicht ganz so geil aus. Aber ich glaube, wir brauchen ja vorne nicht so viel. Also das mache ich nicht. Das ist ein Fahrradreifen, da habe ich keine Lust drauf. Aber vielleicht Geschichte so machen. Damit wir nochmal ein bisschen mehr Leistung, weil wir brauchen vorne jetzt nicht so viel Grip, dann können wir hier vielleicht doch nochmal ein bisschen höher investieren und können hier nochmal ein bisschen was rauskitzeln. Aber ich glaube, Leistung wird natürlich schon sehr, sehr wichtig sein. Wir installieren das Ganze und gucken mal, ob wir da irgendwie ein tolles Hot Rod Design finden. Am besten eins mit Flammen, ja, wie es sich gehört. Aber guck mal hier, Automeisterung können wir doch auch nochmal kurz hier ein bisschen was investieren. Wenn schon, denn schon. Und dann gucken wir mal hier unter Design. Was haben wir denn Schönes? Da hat doch bestimmt jemand so ein schönes Flammendesign gemacht. Guck mal, da haben wir doch schon mal eins. Aber ich würde ganz gerne die Flammen vorne auf der Motorhaube schon haben. Ich weiß nicht, ob er das hier gemacht hat, weil man sieht jetzt halt hier nur die Variante sozusagen mit dem offenen Motor. Gucken wir gerade mal. Vielleicht machen wir einfach mal Beschreibung. Machen wir mal Flames. Ja. So richtig
Ein richtiges Standard-Hot-Rod-Design einfach. Ja, da ist doch schon was dabei hier. Und das ist auch cool mit so blauen Flammen, ne? Das hier wäre auch nicht schlecht, glaube ich. Ah, jetzt kann man gucken. Also mit blau meine ich so blaue Umrandung. Natürlich sind die Flammen nicht gerade blau gewesen. Das muss ich gerade überlegen. Okay, komm, nehmen wir das. Machen wir keine so lange Entscheidung darüber. Das oder das andere? Ich glaube, wir nehmen mal das da. Ich probiere es einfach mal. Wir gucken es uns mal an, ob das wirklich so wirkt, wie es wirken soll. Oder ob das nicht so wirkt. Wird übernommen. Eben hier die Flammen, der Rand ist eben so blau gemacht, das finde ich ganz geil. Ja, ich glaube, das kann man so lassen. Ein schön mattes, schwarzes Design. Ja, das ist so nice. Kann man so machen. Kann man auf jeden Fall so machen. Und dann würde ich sagen, gehen wir mal raus und gucken mal, wie sich das Fahrzeug so fährt auf dem Trackstrip. Okay, der erste Gang müssen wir nochmal ein bisschen anders übersetzen. Ja, also vom Teller ziehst du damit aber nicht so viel, habe ich das Gefühl. Aber gut, wir müssen halt in der Klasse bleiben, da haben wir halt keine andere Wahl. Dann kannst du sogar noch relativ gut um Kurven fahren. Ja, wir werden aber das Getriebe auf jeden Fall ein bisschen kürzer setzen. Das ist auf jeden Fall gegeben, das ist mir viel zu lange übersetzt. So, dann hinten brauchen wir auf jeden Fall so gut wie keinen. Vorne können wir es erstmal lassen. Federn, ja, ich weiß nicht, wir haben nicht so viel Leistung, als dass wir jetzt da groß was ändern müssten an den Federn. Deswegen, wir können auf jeden Fall mal das Diff komplett sperren, würde ich sagen. Um die Leistung ein bisschen besser nach vorne zu kriegen. Wir können gerne im Anschluss nochmal so einen Maximalaufbau machen. Deswegen würde ich sagen, um da keine Zeit zu verlieren, porn uns direkt zur Meisterschaft. Ich glaube, 4 Track Races müssen wir machen in der Meisterschaft. Können wir aber gleich nochmal gucken. Die möchte ich natürlich gewinnen. Das ist klar. Der Forzathon Live beginnt demnächst. Ja, den Forzathon will ich gar nicht machen. Und zwar, genau, Informationen, genau. Wir haben 4 Rennen. Einmal Festival, dann Beach, dann Aerodrom und dann noch der Juggernaut auf der Autobahn. Ja, dann probieren wir das doch einfach mal aus, ob wir hier mit unserem Aufbau bestehen können. Mein Team hat deinen Kalender für die Sommermeisterschaft bestimmt schon aktualisiert. Viel Spaß da draußen. Gut, warum ist jetzt unser Fuck, es ist 600, ne? Es ist nicht B700, es ist C600. Mein Fehler. Oh mein Gott. Okay, nochmal zurück. Entschuldigung. Das war doof. Hier will ich hin. Da müssen wir nochmal 100 LI verzichten. Boah, da ist ja gar keine Leistung dann drin. Das finde ich aber ein bisschen blöd, dass sie die Meisterschaft so extrem limitiert haben. Ja, Leute, dann müssen wir eigentlich fast... Boah, was müssen wir da machen? Dann müssen wir ja fast eigentlich auf die Reifen komplett verzichten. Aber gut, so viel macht es gar nicht aus. Aber müssen wir trotzdem hier einiges ändern am Fahrzeug nochmal. Das ist doch echt beschissen, muss ich wirklich sagen. Nochmal so viel Leistung wegnehmen. Ja, bremsen, komm, ist auch eine unnötige Geschichte jetzt. Wir müssen nicht bremsen. Dann lassen wir die Stabis auch mal weg. Gewicht auf jeden Fall ist immer gut. Und ja, aber dann müssen wir Leistung wegnehmen. Das ist doch scheiße, oder? Ja, dann machen wir halt mal. Okay, die Nockenwelle bringt schon einiges. Wenn wir die reduzieren. Machen wir das aber auch mal kurz. Pass mal auf hier. Nockenwelle würde ich, glaube ich, ganz gern lassen. Aber, boah, da müssen wir schon... was haben wir noch umgebaut? Hubraum haben wir noch geändert. Brauchen wir da reduzieren. Das auch noch reduzieren. Und dann gucken wir nochmal, dass wir hier mit... Okay, ein LI. Haben wir den hier? Können wir den hier rauskitzeln? Nee. Wo können wir denn ein LI noch rauskitzeln? Ja, hier würde ich es ungern tun. Ah, das ist jetzt blöde. Wo haben wir denn noch was eingebaut? Wir haben noch Abgasanlage, wir haben noch Luftfilter gemacht.
Ja, und wir haben Verdrängungslader gemacht. Hier haben wir nichts eingebaut. Ja gut, okay, pass mal auf. Dann machen wir, weil Gewicht bringt zwar was auch beim Beschleunigen, aber bringt uns auch was beim Handling. Und dementsprechend haut es natürlich auch den Leistungsindex hier hoch. Deswegen pass mal auf. Dann das jetzt hier drin. Dann haben wir das hier auch. Okay, dann probieren wir doch nochmal über Hubraum. Nee, das ist zu viel. Dann machen wir es über das hier, ist auch zu viel. Dann machen wir... okay, dann müssen wir echt aufpassen. Ja, hier kriegen wir es hin. Okay, dann probieren wir es hier so mit. Moment. Ups, nein. Ich verdrücke mich die ganze Zeit, Entschuldigung. Nein, da wollte ich auch nicht hin. Mann, Mann, Mann. So, hier will ich hin. Gucken wir nochmal, ob wir hier was machen können. Ja, immerhin. Ein Kilo nochmal sparen. Und dann geht's jetzt aber zur Meisterschaft. Mann, Mann, Mann. Tja, da habe ich mich irgendwie im Kopf direkt verrannt und habe gesagt, ja klar, B-Klasse. Aber klar, es ist 600, also C-Klasse. Das ist echt wenig, muss ich sagen. Klar, es ist trotzdem ein massiver Umbau. Wenn man das jetzt so machen würde, das wäre schon eine Menge Arbeit. Aber ja, Forza würde uns ja natürlich mehr Optionen geben. Und das werden wir auch noch tun. Wie gesagt, wir werden einen Vollaufbau machen mit Motorswap und allem drum und dran am Ende dieser Folge. Deswegen halten wir uns jetzt ran, ziehen diese vier Track Races durch in der Hoffnung, wir können damit wirklich bestehen mit diesem Umbau. Und dann schauen wir mal, wie das ausschaut. Ja, die Track-Reifen helfen uns auf jeden Fall am Start. Ich weiß noch nicht, wie es oben raus ausschaut. Aber ich glaube, wir gewinnen weiterhin an Boden. Und gewinnen auf jeden Fall schon mal das erste Track Race auf der Viertelmeile. Mit einer 13,567. Das ist doch schon mal gar nicht so verkehrt. Die ersten 20 Punkte von maximal 80 Punkten gehen auf unser Meisterschaftskonto und wir gehen direkt zur nächsten Veranstaltung. Das ist natürlich der Vorteil dieser Meisterschaft. Wir ziehen das jetzt relativ easy und schnell durch. Und da gehen wir dann direkt, würde ich sagen, zum Strand. Mal gucken, wie wir da den Grip haben. Ich meine, die Startflächen sind ja, glaube ich, asphaltiert oder so ähnlich. Also nicht auf dem Sand jetzt wie hier. Deswegen gucken wir gerade mal. Beziehungsweise auf so Metallplatten. Also das heißt, die ersten 1-2 Meter dürften wir ja noch Grip haben. Danach wird es dann natürlich vielleicht eine Rutschpartie. Schauen wir einfach mal. Setzen wir das Ganze einfach mal direkt fort. Und starten das Ganze. So, direkt Gas geben. Ja, was cool natürlich wäre, wenn sie mal noch auch hier in Motorsport 7 so ein Track Race Update bringen, wo man dann so eine Art Ampel hat, wo man selber die Drehzahl bestimmen muss und quasi auch die Reifen aufwärmen muss und solche Geschichten. Das finde ich geil, weil so ist es halt einfach, man latscht einfach durch, gerade wenn die Leistung nicht zu viel ist und mit den Track Reifen, dann ist es eigentlich kein Thema. Ja, dementsprechend ist es auch kein Thema. Auch das Rennen gewinnen wir ohne Probleme. Und haben damit schon mal 40 von 80 Punkten in dieser Meisterschaft. Sollten wir das nächste Track Race gewinnen, bin ich mir dann doch ziemlich sicher, dass wir ja die Meisterschaft eigentlich schon gewonnen haben. Und ich glaube, wir werden alle Rennen gewinnen. Wobei, der Juggernaut könnte natürlich hier ein bisschen kritisch werden, aber jetzt gehen wir erstmal zum Flugplatz. Und schauen mal, wie wir da zurechtkommen. Der Flugplatz hier ein bisschen, ja, schon marode, wenn man das so sagen kann. Und dementsprechend... dementsprechend könnte sein, dass die ein oder andere Bodenwelle das Fahrzeug ein bisschen aushebelt, was ich natürlich nicht hoffe. Aber es kann natürlich schon passieren. Ja, wenn man diese Trackreifen drauf hat, das ist halt fast wie ein Allradstart, ne? Also gerade wenn die Leistung jetzt eh nicht so überhand nimmt wie hier, mal gar kein Problem, vom Fleck zu kommen.
Ja, wobei, guck mal, die sind jetzt hier am Ende nochmal richtig rangekommen. Lustigerweise, ich fahre hier gar nicht über die richtige Ziellinie. Das hat schon vorher abgebrochen. Egal. Damit haben wir die 60 Punkte, 14 Punkte Vorsprung. Sprich, da muss jetzt schon richtig, richtig viel schief laufen im letzten Rennen. Ich glaube, wir gewinnen auch nicht das letzte Rennen, weil der Juggernaut natürlich über die halbe Autobahn führt. Und ich glaube, topspeed-technisch haben wir ein bisschen Defizite bei unserem Aufbau. Aber ich bin trotzdem guter Dinge, dass wir die Mindestanzahl von, ich glaube, 7 Punkten wären es dann, wenn ich mich jetzt nicht komplett verrechnet habe. Ja, ist mir egal, ob Runde 1 gestartet ist. Ich starte jetzt das vierte Rennen in dieser Meisterschaft und auch das letzte Rennen. Und dann schauen wir doch mal, ob wir hier bestehen können. Start war nicht ganz so optimal, fand ich. Aber jetzt gucken wir mal. Hier, das könnte spannend werden. Vor allem, weil die Konkurrenz jetzt im großen Teil sehr ähnliche Fahrzeuge und Aufbauten fährt. Ich glaube, es sind alles was mit Mercury unterwegs. F100 ist auch noch dabei. Komm, zieh. Ja, da kommen sie schon von hinten. Wir haben erst 30%. Ein Drittel absolviert jetzt. Ja, wobei jetzt kommen wir doch nochmal ein bisschen weg. Vielleicht gewinnen wir doch das letzte Rennen. Nach dem Rennen auf dem Flugplatz habe ich mir gedacht, okay, gegen Ende wird uns ein bisschen die Puste ausgehen, aber Konkurrenz scheint auch so bei der magischen 200 km/h-Grenze so ein bisschen zu hängen in der Klasse. Geil, okay. Damit hätte ich nicht gerechnet. Dann haben wir doch alles richtig gemacht. Und gewinnen, so wie es ausschaut, auch das letzte Track Race über die Autobahn. Sehr gut, damit 80 von 80 Punkten in dieser Meisterschaft. Damit haben wir uns den Super Wheelspin, den es hier zu gewinnen gab, aber sowas von verdient. Und den gönnen wir uns jetzt aber mal so richtig. Den ziehen wir uns jetzt richtig rein, diesen Super Wheelspin, das ist klar. Und wer weiß, vielleicht ziehen wir ja jetzt was richtig Geiles daraus. Vielleicht so ein super seltenes Fahrzeug, was ich noch nicht besitze. Wie zum Beispiel den 6er Golf oder sowas, ja, den ich gerne hätte. Aber der super selten ist. Oder vielleicht auch was anderes, was auch super selten ist. Da gibt es ja ein paar Fahrzeuge, die man nur über den Wheelspin ziehen kann. So, gewonnen haben wir ihn. Und dementsprechend gehen wir jetzt auch mal hier hin und drehen den direkt mal. Schauen wir mal, ob da was dabei ist. Und wir gewinnen eine schwarze Hose. Das ist ja super krass. Passend zum Design, mehr oder weniger, des Hot Rods. Naja, okay, egal. Das war natürlich jetzt nur aus Spaß gemeint, also nichts Besonderes, was wir da gewonnen haben. Egal, unser Kleiderschrank füllt sich immerhin etwas. Ja, ich würde sagen, speichere das Tuning mal ab. Für die Leute, die es interessiert, es ist natürlich jetzt kein Meister-Tuning, da ist ja groß nichts eingestellt, aber machen wir einfach mal C600 Hot Rod. So, und jetzt machen wir noch den Vollaufbau, einfach zum Abschluss dieser Folge, gucken mal, was wir denn da so rauskitzeln können und ob wir es doch schaffen, die Hinterreifen zum Spinnen zu bekommen bei dieser Geschichte. Deswegen, bauen wir jetzt wirklich hier mit dem großen Motor um. Wir nehmen den 6,2 Liter V8, geben dem nochmal einen Kompressor oben drauf. Allrad machen wir nicht, klar, das können wir auch noch machen, dann wäre es nochmal ein bisschen heftiger. Reifen haben wir schon, aber die Breite machen wir natürlich jetzt nochmal. Und auch hinten nochmal schön breit, das ganze Ding. Hier haben wir, glaube ich, soweit alles drin. Aber Antriebswelle können wir noch machen. Das müsste eigentlich auch passen. Jawohl. Und hier können wir dann bremsen. Bringt immerhin Gewichtsersparnis. Deswegen mache ich es auch rein. Das können wir jetzt wieder einbauen. Da machen wir auch nochmal alles. So, und jetzt halt natürlich beim Motor. Da müsste natürlich nochmal ordentlich was nach vorne gehen bei dem Motor. Wird natürlich jetzt klangtechnisch etwas anders klingen, als das wir gerade hatten, aber das ist mir sondergleichen. Einbau, Einbau, Einbau. Na, gucken wir mal, ob wir in die S2-Klasse noch kommen. Scheint nicht so sein. Also wir bleiben noch in der S1-Klasse. Wundert mich jetzt tatsächlich. Gut, mit Allrad könnte sich vielleicht oder hätte sich vielleicht das Ganze anders ausgegangen. Ja, trotzdem, 975 Kilogramm, 756 kW Leistung.
damit steht auf jeden Fall schon mal fest, wir haben über 1000 PS und das ist natürlich eine ordentliche Spritze, sage ich mal. Und einen Moment, wir können das nochmal ganz kurz genau umrechnen. 700, upsala. Jetzt habe ich mich hier gerade verdrückt. Das sind dann 1000, runden was auf, sind es 1027 PS. Also das ist schon nice. Okay, das Getriebe ist jetzt halt viel zu kurz. Aber nach vorne schießt das Ding. Oh Gott. Ja, Kurvenfahren geht gar nicht mehr jetzt. Das ist gehört der Vergangenheit an. Wir bauen jetzt mal kurz ein bisschen um. Deutlich weniger Reifendruck hinten, dass sich hier das Ganze ein bisschen bewegt. Ja, da müssen wir jetzt natürlich auf jeden Fall länger das Ganze setzen. Sonst macht das alles keinen Sinn. Aber guck mal, die 400 Sachen schaffen wir trotzdem nicht. Das lassen wir alles mal so. Federn können wir hinten auf jeden Fall weicher machen. Wir geben dem Ganzen auch ein bisschen nochmal Bewegung. Ja, den Rest würde ich einfach mal so lassen. Und dann würde ich sagen, machen wir nochmal hier auf jeden Fall ein kleines Track Race auf der Viertelmeile. Mal gucken, was da jetzt rausspringt. Ich bin mal sehr gespannt. Und ja, ich finde, die hätten auf jeden Fall, also A-Klasse hätten sie mindestens machen können, finde ich, für die Meisterschaft, weil C-Klasse ist schon echt ein bisschen lame. Wenn man doch schon die Möglichkeit hat, die Dinger so krass umzubauen, hätten sie das auch ruhig machen können, finde ich. Und jetzt gucken wir mal, wie wir hier bestehen können. Oh Gott, der erste Gang ist immer noch viel zu kurz. Wie er nach vorne schießt. Ja, das ist kein Vergleich mehr. Okay, erster Gang müssen wir nochmal deutlich länger übersetzen. Aber ja, in 8,735 Sekunden. Das machen wir jetzt nochmal. Wir ändern nochmal ganz kurz den ersten Gang ab. Beziehungsweise überhaupt das Getriebe, würde ich sagen. Und dann müsste das ja eigentlich passen. Also nochmal ein bisschen mehr auf Geschwindigkeit. Weil wir müssen ja nicht alle 6 Gänge ausfahren. Und auch vor allem den ersten Gang nochmal ein bisschen länger übersetzen. Und den zweiten können wir ja auch noch mal ein bisschen. Wobei, der zweite war eigentlich okay. Also die Gänge danach können, glaube ich, ein bisschen kürzer sein. Passt dann schon. So, dann probieren wir das gerade noch mal. Und dann können wir den Chuckernaut noch mal zum Abschluss machen. Und dann gibt es natürlich noch den Serien Ford Deluxe 5 Window Coupé. Auf unserer Teststrecke. Wir wollen natürlich nicht nur wissen, wie das Fahrzeug nach vorne fährt, sondern wir wollen wissen, was die Serie denn auf unserer Teststrecke hinbekommen hat. Aber, ups, nein, keine Meisterschaft. Nein, 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 ich Idiot. Weißt du, was noch besser als eine Saisonmeisterschaft im Sommer ist? Nein. Eigentlich nicht viel. Viel Spaß. Ja, ich hab's aber schon gemacht. Abbrechen, 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 abbrechen. Zum Glück kann man Meisterschaften abbrechen. Wir wollen natürlich zu den normalen Veranstaltungen und fahren nochmal schnell. Und dann gucken wir mal, ob das jetzt ein bisschen besser ist mit dem ersten Gang. Gut, ich hätte es jetzt vorher schon testen können, eigentlich aus dem Stand raus, aber sei es drum. Ja, wir testen es einfach direkt im Wettbewerb. So machen wir das. Das ist immer noch zu kurz irgendwo, aber passt schon. So, sind wir jetzt schneller aber geworden dadurch? 8,8. Nee, eigentlich schneller sind wir jetzt nicht geworden, ne? Okay, ich glaube, wir müssen. Ah, das ist echt schwierig, ey. Warum ist der erste Gang so scheiße? Okay, der erste Gang ist einfach. Weiß nicht, ist es durch den Wheelspin, den wir ein bisschen haben? Oder keine Ahnung. Okay, ich übersetze den jetzt einmal mal hier richtig, richtig lange. Die danach dürfen ja, wie gesagt, müssen ja nicht so krass sein. Also angeblich verliere ich von 0 auf 100, aber könnte jetzt natürlich sein, dass er auch zu lange ist. Ja, jetzt ist er zu lang, das ist auch scheiße. Ja, ich glaube echt fast, dass wir zu viel Wheelspin am Anfang haben. Das ist das Problem. Okay, also das war jetzt zu lang. Dann machen wir nochmal ein bisschen kürzer die Geschichte. Okay, das ist zu viel. So ein Mittelweg. So, machen wir es einfach mal so. Probieren wir es einfach mal aus. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt aber nochmal hier zum Chuggernaut am Ende dieser illustren Folge. Und dann können wir ja auch wieder die Zeitblase verlassen. So. Probieren wir es nochmal aus hier zum Ende.
Und wir starten das Ganze. Ja, wir haben ein bisschen Wheelspin, deswegen kommen wir so ein Drehzahlbegrenzer, aber sobald wir hier Grip haben, geht's nach vorne. Jetzt, das Problem ist, wir müssen hier ein bisschen Kurven fahren und das habe ich ja schon gesagt, das kann er nicht mehr. Vor allem bei dieser Geschwindigkeit. Die Konkurrenz hat, glaube ich, auch ihre Probleme. 350 Sachen, ey, in so einem Hot Rod. Also ich glaube, in echt wird man da ein bisschen, gut deutsches Muffensausen bekommen. Ich bremse hier mal tatsächlich an. Bremsen in einem Track Race, ja, muss man sich mal vorstellen. Aber die leider ist ja unsere Autobahn, beziehungsweise der Motorway, wie es hier in Großbritannien heißt, etwas kurvenreich. Da wird es dann noch mal höchste Zeit für ein Forza Horizon in Deutschland, wo die Autobahnen ohne Tempolimit geradeaus gehen. Noch und nöcher. 4-5 spurig, ha? Na okay, 4-5 spurig. Gibt's bestimmt in Deutschland. Ich kenne tatsächlich, die meisten Spuren, ich glaube, 5 Spuren bin ich auch mal gefahren, aber nicht sehr lange. Und da war, glaube ich, eine Spur auch schon so eine Abfahrtsspur. Na, ist auch egal. Wir haben das Ding gewonnen und damit würde ich die ganze Sache hier abschließen. Es gibt jetzt nochmal unkommentiert mit vollem Spielsound die Testrunde des Serienfahrzeugs. Viel Spaß damit. Ich bin schon mal raus. Wenn euch die Folge gefallen hat, Däumchen nach oben wäre nice. Bis zur nächsten Folge. Forza Horizon 4. Macht's gut. Ciao.